Ja, Horchemann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Wie immer, fränkisch, nach wie vor etwas erkrankt, aber hey. Wurscht, wir wollen vorankommen. Ich habe noch ein bisschen da geklickt und dann habe ich festgestellt, die Begleiter haben hier eine eigene Quest. Und da habe ich mir gedacht, hey, machen wir die doch mal heute werde ich zuallererst. Erfahren, wie weit die kommen. Ihr seid bereit, dem Wahnsinn. Ich werde das Richtige tun. Auch wie wenn wäre es Korruption mit zwei? Im Orden. Okay. Dies ist eine unserer Festungen. Bald werde ich meine Antworten bekommen. Das muss nichts Gutes sein. Macht euch bereit. Alles klar. Hey, Konstantler. Jeder sagt, dass ihr geholfen habt, Asmodan und Belial zur Strecke zu bringen. Hat er nicht. Sie nennen euch den größten aller Templer. Es freut mich ebenso, euch zu sehen, Bruder. Aber ich bringe schlechte Nachrichten über den Orden. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Ihr habt Glück. Er befindet sich hier. Die Befehle lauten, dass wir euch bei eurer Rückkehr augenblicklich zu ihm schicken sollen. Nehmt dies an euch. Es ist die neue Proklamation des Großmeisters. Was? Proklamation? Wo? Hab's ja nicht. Gib's sie mir. Ihr habt uns alle mit Stolz erfüllt. Ja, so ist es. Diese Proklamation des Großmeisters. Er verurteilt sich selbst, gesteht seine eigene Schuld ein. Wie konnte ich all dies nicht erkennen? Oh, wir alle machen mal Fehler. Und ihr macht einfach ein paar mehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Aus der Asche von Westmark werden wir auferstehen und die Menschheit in ein neues Licht führen. Tausende von Rekruten werden sich uns anschließen. Jeder Bürger, ein neuer Templer im Dienste unserer Sache. Die Inquisitoren werden sie läutern und zu einer unaufhaltbaren Macht schmieden. Alles klar. Der ist ja drauf. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Und das verdanken wir nur euch. Aha. Bringt mir meine Peitsche. Es wird Zeit, diesen Initiaten zu läutern. Ja, läutern. Hört auf! Wie könnt ihr dies euren eigenen Brüdern antun? Wir segnen sie mit der Wahrheit, so wie wir auch euch gesegnet haben, Cormac. Aber wenn der größte aller Templer sie freilassen möchte, dann soll es geschehen. Wir wurden beauftragt, euch unverzüglich zum Großmeister zu bringen. Folgt mir. Oh. Da, 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 da. Cormac, das leuchtende Beispiel eines wahren Templers. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Da, 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 da. Moment. Ich muss erst. Jeder Mensch kommt mit einem Makel zur Welt. Die Geschichte beweist, dass gute Menschen stets der Versuchung erlegen sind. Obgleich es schmerzhaft ist, gibt es nur eine Antwort. Wir müssen die Gedanken unserer Rekruten läutern, damit sie niemals dem schändlichen Einfluss der Dämonen erliegen können. Und auch nicht der blinden Selbstgerechtigkeit der Engel. Genau, da hat er doch recht. Großmeister, ihr habt uns alle verraten, schon von unserem qualvollen Aufnahmeritus an. Diese Härte war notwendig. Für den Aufstieg der Menschheit war ich bereit, die Dinge zu tun, die niemand anderes tun wollte. Die Last meiner Taten wiegt stets schwer auf mir. Seid ihr bereit, ein ähnliches Opfer zu bringen, Cormac? Werdet ihr mir zur Seite stehen und mir als Großmeister nachfolgen, wenn es soweit ist? Ich brauche euch. Doch, ich... Nein. Eure Macht hat euch wahrhaft in den Wahnsinn getrieben, wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, über die Menschheit zu herrschen. Das erfüllt mich mit großer Traurigkeit, mein Sohn. Es tut mir leid. Tötet ihn. Hey, ich bin der Einzige hier, der auf Cormac herumhackt. Moment.
Also ich meine, es war ja klar, aber... Na gut. Nicht genug Zorn. Ach du, immer mit deinem Zorn. Unglaublich. Dann nicht irgendein Skill, dass der Zorn hier automatisch ein wenig mehr regeneriert. Was habt ihr euch selbst zuzuschreiben, Corbin? Ja. Ich benötige mehr Zorn. Ach, die kommen immer wieder, okay. Oh, ein Schild. Noch zwei. Ich habe mein Leben einer Lüge verschrieben. Mein ganzes Leben. Alles war im Dienste eines Wahnsinnigen. Ich schwöre, jeder Templer, dem ich begegne, wird von den Lügen des Ordens befreit werden. Und falls sie sich weigern, so werde ich gezwungen sein, sie umzustimmen. Dabei kann ich behilflich sein. Ich bin wahnsinnig überzeugend. Ja, aber es klappt. Okay, da, nee. Aber hier, das Schild. Das könnte spannend werden. Ja! Furcht zu erfüllen. Einfrieren. 24%ige Blockchance. Ja, hallo, dich. Aber sowas von gern nehme ich dich. Yay! Das hat sich mal gelohnt. Würde ich behaupten. Gut. Sehr schön. Und das Allergleiche könnte ich jetzt auch nochmal mit dem Schuft machen. Jetzt reden wir erst nochmal mit dem hier. Der Großmeister. Er steckt hinter der Korruption des Ordens. Ich glaube, tief im Herzen wusste ich es schon immer. Ich fühlte mich innerlich leer. Als wäre ich des Ordens nicht würdig. Ich hatte immer das Gefühl, mehr leisten zu müssen, um mich als wahrer Templer zu beweisen. Sie konnten euren Verstand gewaltsam gefügig machen, doch nicht euer Herz. Was werdet ihr jetzt mit eurem Leben tun? Woran werdet ihr glauben? Ich glaube an euch und an eure Aufgabe. Die Korruption des Ordens, hin oder her. Diese Welt muss gerettet werden. Okay, ich heuer dich an. Jetzt hat er Schuft, genau. Mein Bruder wird in Königshafen im Verlies sterben, wenn ich nicht jetzt etwas unternehme. Was sagt ihr? Ein Gefangener aus Königshafen? Diese armen Teufel wurden gerade hierher nach Westmark in unsere warmen Zellen überstellt. Aber seit dem Beginn der Angriffe haben wir von der Garnison nichts mehr gehört. Edlin, ich muss ihn finden. Helft ihr mir? Selbstverständlich. So, überlasst das Reden mir. Sucht ihr euren Bruder, Lyndon? Etwas stimmt hier nicht. Das ist keine Wache. Verdammt nochmal. Wenn die Diebesgilde jemanden sucht, findet sie ihn auch. Zu eurem Unglück ist er unser Freund. Die Diebesgilde hat den gesamten Kerker infiltriert? Ihr habt sie wirklich wütend gemacht, mein Freund. Okay. Königshafen hat euch nicht vergessen, Lyndon. Alle auf den Lyndon. Ah, eigentlich finde ich es gut. Der ist ja schon ein bisschen unsympath. Ja. Ach was. Ja, nee, da ist jetzt meins schon irgendwie cooler. Oh. Was ist denn das hier Feines? Ja. Aber vielleicht kann ich bei dem Schild noch irgendwie was rausnehmen. 14 Widerstand gegen alle Schadensarten klingt mir nicht so viel. Zum Beispiel. Ja. Mal schauen.
Oh. Da freut sich der Kleine. Die Diener des Bösen sind vernichtet. Jawohl. Halt. Leider nichts drin. Moment. Dann kriegen wir es. Ja, du machst ja mal höllischen Schaden. Okay. Du hast da bald wieder irgendwas zusammen, mein kleiner Freund. Okay. Ihr werdet für das, was ihr Nigel angetan habt, sterben! Na. Bleib doch da! Oh, schade. Hätte jetzt ruhig nochmal so ein Ding geben können. Er ist... Es tut mir leid, mein Freund. Ich hätte mich der Gilde nie anschließen dürfen. Er hat es mir gesagt, doch ich wollte nicht auf ihn hören. Dies ist nicht eure Schuld. Euer Bruder war bereits tot, bevor wir nach Westmark kamen. Dieser Dolch ist ein vertrauter Anblick. Es tut mir sehr leid, Lyndon, aber wir müssen weiter. Nehmt den Dolch an euch. War's das? Soll ich jetzt hier zurück oder... Vielleicht auch einfach, wenn ich mich nach Hause teleportiere oder ich... Goddaming, überfordert quasi. Gut, das war jetzt nicht so. Das andere war cooler im Templer. War auch irgendwie zwar mini, klar, aber gut. Macht euch keine Vorwürfe, Lyndon. Was wollt ihr denn hören? Dass ich mir wünsche, er hätte mich nie gekannt? Dass ich mir wünsche, er hätte einen Bruder gehabt, der ihn nicht im Stich ließ? Dass euer Kummer euch überwältigt. Und ich nehme an, die größte Heldin im ganzen Lande weiß genau, wie mir zu helfen ist. Nein, nein. Naja, ich so etwas könnt ihr nicht verstehen. Pff. So, und du hattest noch nichts. Ja, genau. Sie hatte noch nichts. Das heißt, wir heuern nicht über unseren Schurken an. Zerlegen wir schnell die Sachen. Und guck mal schnell, was denn es kosten würde, bei dem Schild jetzt hier was zu ändern. Achso, herstellen. So, wenn ich jetzt bei dem Schild, wenn ich jetzt das hier oder das hier, probieren wir mal das hier. Was können denn da... Vitalität könnte kommen. Es könnte mehr Widerstand geben. Es könnte... kritischer Schaden... Ein Sockel könnte auch kommen. Sockel wäre cool. Was könnten hier kommen?
Alles Gleiche. Okay, dann machen wir doch mal das und wir probieren das einfach mal. Ah. Sockel. Ja, dann nehmen wir den noch. Achso, und jetzt könnte ich das nochmal verändern. Okay. Ja, cool. Hauen wir doch da mal so ein Steinchen noch rein. Ein Stärke-Steinchen. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt? 7000 Schaden. Oh, klingt doch alles ganz gut. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Ist das so? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr es für nötig haltet. Doch Adria wird für das zahlen, was sie Lea angetan hat. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss.